Spannend. Best Moments. Das ist schwierig. So viele, ja. Also ich würde sagen, bei mir war es Prom, als mich meine Eltern besucht haben, als mich meine Schwester besucht hat. Ja, und irgendwie generell am Ende so die Reisen. Also ich bin nach Bermuda und habe so eine Ost-Kanada-Reise gemacht mit Austauschschülern. Ja, also das war so bei mir. Meine zweite Gastfamilie hat mich über Spring Break, die hatten ein zweites Haus in Wisconsin gehabt. Und nee, nicht Wisconsin, sondern wie hieß es, Wyoming. Genau so, wie es auch mit W, aber ein anderer Bundesstaat. Im Endeffekt in den Rocky Mountains. Und ich war schon super lange kein Skifahren mehr. Und die haben mich dann einfach mitgenommen und haben mir den ganzen Trip einfach gesponsert. Und ich konnte da eine Woche lang Skifahren, zusammen mit meinen Gastbrüdern. Das war wunderschön. Ein zweites nices Event. Es gibt ja diesen Cedar Point Vergnügungspark bei, in Ohio, da wo ich war. Und da bin ich dann ein Wochenende lang mit einer Gruppe an Freunden da dahin gefahren. Und da hatten wir einfach super, eine super Zeit. Also das, die beiden Events. Ich würde wirklich sagen, so mein coolster Tag und mein coolstes Erlebnis war sogar Homecoming, weil ich ja keinen Prom hatte. Und das war halt auch so richtig, wie man sich das vorstellt. Ich habe mich morgens so mit zwei Freundinnen fertig gemacht, also mit meiner Gastschwester und einer anderen Freundin. Und dann wurde ich halt abgeholt, weil ich auch ein Date hatte, was halt kein Date war. Aber der hatte mir auch vorher so ein richtig süßes Schild gebastelt, auf dem drauf stand, willst du mit mir nach Hause kommen, weil er versucht hat, Homecoming zu verwenden. Und dann habe ich noch so eine Box, so eine Herzchenbox mit so ganz vielen Geschenken und so da drum bekommen. Das war richtig süß. Und dann sind wir zusammen Fotos machen gegangen und haben uns dann noch mit mehr Leuten getroffen und einfach noch essen. Und dann waren wir halt bei Homecoming selber. Und ich hatte mir vorher auch so ein richtig schönes Kleid geholt, weil ich mir so dachte, okay, ich gehe jetzt für Homecoming all out, weil ich halt nichts für Prom kaufen werde. Und es war so ein richtig, richtig schöner Bilderbuchtag, kann man schon fast sagen. Also genauso, wie man sich das eigentlich vorstellt. Schön. Kein schöner Tag. Ja, halt schon, aber halt so viele, dass ich irgendwie das jetzt nicht so zusammenfassen kann. Halt. Keine Tage, die rausstechen so. Ja, halt mein Geburtstag, hatte ich schon gesagt, also es war wirklich der coolste Tag so vom ganzen Auslandsjahr, finde ich, weil es halt einfach voll besonders ist, wenn man so am Homecoming Geburtstag hat. Ansonsten vielleicht noch die Reisen. Ja. Also ich war in Kanada dann auch und in Mexiko. Yes. Mexiko war richtig cool, weil wir halt mitten im Winter dann halt am Strand lagen. Mhm. Das war doch cool. Und in Kanada waren wir halt bei dem Weltcup, also Ski-Weltcup in Lake Louise. Das war richtig. Mir fällt noch eine Sache ein, die auch noch richtig cool für mich war. Und zwar war ich während der Wintersaison in Amerika im Schwimmteam gewesen. Und also ich war kein besonders professioneller Schwimmer. Es gab Leute, die absolut an mir vorbeigezogen sind. Aber dann gegen Ende der Saison sind wir zu so einer großen Uni gefahren. Und die hatten so eine riesige, riesige Schwimmhalle. Und das war quasi ein Wettbewerb. Und ich bin dann an die Bahn geschwommen und habe dann im Endeffekt gemerkt, ey, ich bin Dritter geworden. Gar nicht schlimm. Und das war dann diese Riesenhalle und ich stehe da als Dritter auf diesem Scoresheet drauf und dachte mir, wow, du hast es gepackt. Also war auch nice. Also mir fallen ehrlich gesagt auch keine herausstechenden Events ein. Also ich habe so viele schöne Momente dort erlebt. Ich will mir da gar nichts jetzt herauspicken. Also so soll es ja auch sein. Mein Geburtstag und so, aber nee, also keine Ahnung. Ich sehe das genauso. Das sind eigentlich so die Momente, die man so mit seiner Gastfamilie dann manchmal nur so zu zweit verbracht hat oder auch so mit seinen Freunden. Also ich habe so viele Übernachtungsfeiern oder sowas mit meinen Freunden gemacht, wo man einfach so spontan dann irgendwie abends vielleicht noch an den Strand gegangen ist und dann einfach nur zu irgendwem hingefahren ist und den Abend verbracht hat oder sowas. Und ansonsten die Outback-Reise, die ich gemacht habe mit den anderen Austauschschülern, das war halt schon echt so für mich eine krasse Erfahrung, weil das einfach nochmal so was ganz anderes ist von der Reise her. Also wir sind da halt mit dem Bus dann von der Mitte aus Australien bis einmal nach ganz unten sozusagen gefahren und haben halt draußen so unter den Sternen geschlafen, sind halt wirklich eingeschlafen, haben die ganzen Sterne gesehen, sind halt morgens um 4 Uhr dann immer aufgestanden, da waren halt auch noch die Sterne da und dann so den Sonnenaufgang in so solchen, so was wie Art Grand Canyons zu sehen sozusagen, also das war halt, das fand ich so für mich total was anderes, was ich so bisher noch nicht erlebt hatte und das auch so mit den Leuten zu teilen. Das hat uns in dieser einen Woche so zusammengeschweißt, das kann man sich halt irgendwie gar nicht so richtig vorstellen. Das war sehr prägend irgendwie für mich, ich weiß gar nicht. Allein die Erzählung ist schon so schön, kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das wäre, also, wenn du das dann wirklich machst. Ich dachte immer so, der Uluru ist halt ein Stein. Also das ist halt
so ein Ding, da steht da halt. Das kann ja gar nicht so magisch sein. Dann steht man davor und man guckt da so hoch und dann hört man so die Geschichten, die die Ureinwohner darüber so erzählen und so. Und dann steht man da, du merkst halt einfach, das ist kein normaler Ort, das ist halt einfach irgendwie... Das ist kein normaler Ort. Das ist besonders. Das ist halt, man muss sich überlegen, das ist riesig. Du stehst da und du guckst da hoch und denkst dir, boah, das ist ja riesig. Und auf Bildern sieht es immer so klein aus. Ja, auf Bildern ist es ein Bild. Also ja. das kommt gar nicht so rüber und dann so... Ich weiß nicht, auch so dieses Schlafen unter den Sternen, das hat mir total viel gegeben irgendwie. Mhm. Ja, schön. Ich glaube, ich würde sagen, ich habe so zwei Ereignisse oder Tage, die für mich irgendwie besonders waren. Also einmal war das so relativ am Anfang von meinem Auslandsjahr, das war so Mitte Oktober, weil ich erst im September hingeflogen bin. Und es war halt auch so eine Zeit, wo ich mir halt mit Freunden und so nicht sicher war, weil ich halt irgendwie noch nicht, klar, das dauert halt relativ lange, um Freunde im Ausland zu finden, zumindest finde ich, dass es so war. Und ich weiß noch damals, ein Freund, also ein Typ, mit dem ich damals noch nicht so richtig gut befreundet war, hat gemeint, ah ja, komm mal in die Stadt, also wo er wohnt, wir hatten in der Stadt oder so im Stadtteil gewohnt, das ist halt auch mit so einer Promenade und so eine Art Schlucht an der Seite, die halt zum Strand führt und so war. Und eben dadurch, dass ich da nicht so hundertprozentig so angekommen war zu dem Zeitpunkt mit Freunden und so, war das halt irgendwie schon was Besonderes, einfach jemanden zu haben, mit dem ich dann wirklich, wir saßen da 4-5 Stunden einfach da beim Strand, haben den Sonnenuntergang angeschaut und haben einfach geredet. Und es war auch einfach nur so komplett auf platonischer Ebene und es ist immer noch so einfach ein sehr enger Freund von mir. Und zu dem Zeitpunkt einfach, dass sich da jemand so die Mühe gemacht hat, mir ein bisschen diesen Stadtteil zu zeigen, ein bisschen mit mir da rumzulaufen und einfach, wir haben das so als unseren Happy Place mittlerweile so festgelegt und wenn wir dann irgendwie mal was zusammen machen, dann gehen wir da immer hin. Also das war auf jeden Fall was. Und sonst gab es nochmal im Februar ein Retreat, also so eine Art Landschulheim gewesen, so für 3 Tage. Und das war freiwillig, wer da hingehen wollte, konnte hingehen. Und es waren halt letztendlich, irgendwie war das dann nur meine Freundesgruppe, die dahin ist. Also war das auch mega, mega cool. Und dann haben wir halt 3 Tage da in einem richtig schönen Gebiet verbracht, weil das war beim Lake District. Das ist ein Nationalpark in England, einer der schönsten Nationalparks dort. Und es war halt wirklich richtig schön. Und dann saßen wir auch alle mal so beim Sonnenuntergang draußen und haben wirklich richtig viel Zeit miteinander verbracht und sind auch noch mal mehr zusammengewachsen. Auf jeden Fall. Und das fand ich auch richtig schön. Cool,